Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, Sex mit einer anderen? Miller hört Mike aus dem Hotelzimmer stöhnen. Die Versöhnung zwischen Miller und Mike rückt mal wieder in weite Ferne. Zum einen durch Amelies Kuss, zum anderen durch Mikes merkwürdiges Verhalten im Hotelzimmer. Nach dem Kuss mit Amelie hat Miller Mike kurzerhand rausgeschmissen. Sie kann ihm einfach nicht glauben, dass er ihre Tochter in ihrer Abwesenheit nicht verführen wollte. Als auch Amelie die Wohnung für ein paar Tage verlassen will, fühlt sich Miller plötzlich total allein. So hatte sie sich das bei ihrer Rückkehr nicht vorgestellt. Weil ihr die Stille zu Hause langsam unangenehm wird, sucht Miller das Gespräch mit Toni. Die hat einen guten Rat für ihre Freundin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Lass sie es einfach erklären. Dann weißt du, was da wirklich abging. Das gibt Miller dann doch zu denken. Erst recht, als Amelie im Café auf einen Kunden losgehen will. Miller entschuldigt sich. Völlig verzweifelt meldet sich Franzi bei Miller, um sie über die Sache zu informieren. Als Mutter und Tochter dann aufeinandertreffen, kommt es endlich zur Aussprache. Amelie kann sich den Frust der letzten Wochen von der Seele reden und Miller sieht langsam ein, dass sie ihrer Tochter ziemlich wehgetan hat. Ich bin wieder am Leben zurück und ich will deine Mama sein. Tut mir leid, was ich dir alles angetan habe, entschuldigt sie sich bei Amelie, die weinend in Millers Arme fällt.